Hi, ich bin Franz Brehmer. Ich möchte wieder politisch kommentieren, was in den letzten Wochen hier in Deutschland bei uns passiert ist. Aktuelles Thema Chemnitz. Da waren jetzt viele Menschen bei einem Konzert, was ein beeindruckendes Schauspiel war, in jeder Hinsicht. Viele Menschen sind aufgestanden und haben demonstriert, dass sie für eine offene Gesellschaft sind, für Miteinander als Gegeneinander, und wir stehen zusammen. Und wir sind mehr als, ich zähle mich auch zu diesen Gruppen, wir sind mehr als die Rechten und Rechtsradikalen oder auch Nazis. Das Problem ist, so schön dieses Konzert war, es war natürlich leider, ich bin hier in Duisburg, ich bin zu weit weg, ich hätte nicht anreisen können. Es ist ein Symbol für einen Tag. Und das ist das Problem an unserem Land. Wir haben leider nur Symbole für einen Tag. Ich wünschte auch, wir könnten die nächsten Projekte, die Deutschland betreffen, Arbeitsplätze der Zukunft, der Gegenwart, Gesundheitsvorsorge, Rente, wir könnten all das, im Parlament wird das diskutiert, wir Bürger und Bürgerinnen können das auch besprechen und wir können dann eine Lösung finden. Wir würden uns darauf konzentrieren. Aber nein, aktuell haben wir wieder Frust, Hass, Ausgrenzung, Fragezeichen, wohin geht Deutschland, was sind die Gründe? Ich habe verschiedene politische Sendungen geschaut, unter anderem den Presseclub, Phoenix-Runde und Maybrit Illner, Anne Will. Und überall hört man, auch wenn Zahlen zitiert, dass eigentlich die Statistik ausweist, es gibt weniger Verbrechen. Die Statistik sagt, dass es den Leuten noch nie finanziell theoretisch im gesamten Schnitt so gut ging wie zur Zeit. Und wir haben das absolute Traumwirtschaftswachstum. Wir sind prosperierend in allen Bereichen der Ökonomie. Sogar was den Baumarkt und Wohnungsbaumarkt antrifft. Es wird immer mehr gebaut und trotzdem steigen die Mieten. Also wir haben eine unglaubliche Fülle an positiven ökonomischen Zahlen und wir haben dagegen eine Realität von gefühlter Abhängigkeit oder Abgrenzung und das kommt nicht miteinander zusammen und man versteht es nicht und man versucht natürlich diesen fremdenfeindlichen Hass, der in Chemnitz bei einigen wenigen ausgebrochen ist, versucht man damit zu erklären, dass die Leute Frust oder Verlustängste haben. Ich glaube das nicht. Ich glaube, unter der Haut von uns allen quält etwas, ein Gefühl. Und ich glaube, das teilen wir auf der gesamten Welt. Das ist ein globales Phänomen. Die absolute Chancenlosigkeit, jemals wirklich erfolgreich zu sein. Denn wir reden hier von den Maßstäben, die uns das Fernsehen, die Medien vermitteln. Was vielleicht auf dem ersten Blick wie Erfolg sich anhört oder Erfolg auch ist irgendwo. Jemand hat eine Mechanikerausbildung gemacht, hat seine eigene Werkstatt und kommt gut um die Runden. Könnte man als Erfolg bezeichnen. Aber das ist ja nicht der Erfolg, den wir ja tagtäglich sehen im Fernsehen, in den Medien. Erfolg, auch in den Serien, die wir gucken. Erfolg ist etwas Gigantisches, ist etwas unglaublich Großes, Obszönes. Wir reden hier von Fußballern hier, die mehrere 10 Autos haben, 20 Autos haben, mehrere Villen haben. Oder andere Sportler, Tennisspieler, Roger Federer. Ich habe das gerade gestern erst gelesen, weil ich sein Spiel gesehen habe. Er hat ja dann verloren. Er hat einen neuen Ausrüster. Nicht mehr Nike. Und dieser Ausrüster zahlt ihn, geschätzt im Internet, habe ich das gelesen, auf Focus und auf Welt und auf Spiegel. Er bekommt für 10 Jahre, dass er diese Marke trägt, beim Tennis und auch privat, bekommt er 100 Millionen Franken, also Entschuldigung, 300 Millionen Franken in 10 Jahren, also 30 Millionen pro Jahr. Und das ist eine unglaubliche Summe, ja, selbst wenn es nur die Hälfte wäre. Also wir müssen mal die Relation begreifen. Roger Federer, mehrfacher, hundertfacher Millionär durch Preisgelder im Tennis, verdient sportlich, bekommt von einer Modefirma aus Japan 300 Millionen Franken für 10 Jahre, dass er deren Kleidung trägt. Das heißt, er muss für seine eigene Kleidung niemals in seinem Leben mehr Geld bezahlen. Das heißt, er hat das Geld netto, abgesehen von Steuern und Vermögensteuern in der Schweiz, die höchstwahrscheinlich nicht so sind wie in Deutschland, also viel weniger. Das heißt, all das, was er noch an Werbung, all das, was er verdient,
wird, ist immer ein mehr, 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 mehr. Er kann gar nicht weniger verdienen. Und davon gibt es nicht nur einen Roger Federer, auch dieser Jeff Bezos von Amazon, der jetzt sein Unternehmen ist eine Billion wert. $1 Billion. Ja, und eine unglaubliche Summe. Und er selber auch, glaube ich, 50-facher oder schon 70-facher Milliardär. Ja, man kann das ja gar nicht mehr nachhalten. Ne? Ist das überhaupt reales Geld? Ist das theoretisches Geld? Und auf jeden Fall unglaublich. Und er ist nicht alleine. Wir reden hier von mindestens 10.000 Menschen, die in diesen obszönsten Reichtümern leben. Sportler, Unternehmensgründer der IT-Branche, altes Geld, was vererbt wurde. Ja, und verschiedene andere Funktionärsträger, ne, die auch mit ihrem Einfluss dementsprechend stark sind. Ne? So ein Erdogan in der Türkei, Putin in Russland. Ne? Höchstwahrscheinlich alle keine Milliardäre, aber sehr viel Einfluss haben sie. Und das ist alles, das konzentriert sich auf wenige 10.000 Menschen auf der Welt, auch in den ärmsten Ländern wie in den reichen Ländern. Und bei uns ist es zum Beispiel der Sport. Da fällt es mir ganz besonders auf. Ich bin ein großer Fußballfan, wie wir alle höchstwahrscheinlich. Und wir erkennen auch, ne, da werden Gehälter bezahlt, die sind absolut pervers und obszön. Ja, wenn ich höre, ein Cristiano Ronaldo bekommt jetzt 30 Millionen netto bei Juve, ja, und hat noch kein Tor geschossen, okay, ist nicht schlimm, aber versteht ihr, das kann doch nicht sein, ja, das sehen wir. Und ich rede jetzt, wir im Sinne von alle, die keine 10.000 Euro netto im Monat verdienen. Und ich behaupte mal, das sind, ungelogen, 95% aller Menschen auf dieser Welt, ja, wenn wir von Euro ausgehen, von der Wirtschaftskraft des Euros, wer verdient 10.000 Euro netto im Monat? Ja, aber diese 5%, die dann wiederum knapp irgendwie 100 Millionen Menschen sind oder so, wenn man bedenkt, wir sind 7 Milliarden, das ist eine unglaublich große Zahl an Menschen, die sehr, sehr superreich ist. Ne? Und da unterscheidet sich ja auch noch. Ne? Jemand, der 10.000 netto verdient und jemand, der 1 Million pro Tag bekommt sozusagen, weil er Roger Federer ist. Ne? Also das ist unglaublich. Und wir kommen damit, also, und ich glaube, das ist ein Teil. Viele von uns, glaube ich, auch akzeptieren diesen Kapitalismus, Wirtschaftskreislauf, weil jeder von uns spielt ja auch Lotto vielleicht, ich manchmal, manche regelmäßig. Dieser Wunsch, man will einmal diese 50 Millionen haben. Warum will man die haben? Sie sind nicht nur das Sorgenfrei und das Prassen und das Leben, sondern man ist so angekommen, man ist da, man ist ein Mensch, man hat auf einmal einen Namen, man hat ein Gesicht. Ich höre oft in dieser Debatte, warum diese Leute rechtsradikal sein sollen oder mitlaufen oder wenn da Nazis den Hitlergruß zeigen und keiner wehrt sich, das ist ja Frust und die Leute sind unzufrieden. Natürlich sind die Leute, und ich verstehe auch, dass einige sich dann bemühen oder sogar die Mühe sich machen, auf die Straße zu gehen. Ja, und einen Grund suchen. Ne? Die Ironie des Jahrhunderts ist ja, dass der Daniel H., glaube ich, heißt der, der junge Mann, der da in Chemnitz ermordet wurde, sogar kubanische Wurzeln hat. Also noch nicht mal ein, wenn man so will, reiner Deutscher war. Und dann kommen die Rechten und demonstrieren und trauern angeblich über seinen Tod. Das ist doch volle Heuchelei. Ja, und total kaputt. Ne? Und aber gegen was demonstriert man da eigentlich? Das frage ich mir auch die ganze Zeit. Um was geht es denn? Das habe ich auch schon oft in Kommentaren auf Facebook und so gepostet, wenn Leute gesagt haben, ja, ich will diese Ausländer hier nicht haben, die müssen weg. Da sage ich immer, ja, was willst du machen mit ihnen? Was? Willst du sie einsperren? Gut, der Junge ist ja, sagen wir mal, jemand ist jetzt 21, hat noch keinen getötet, hat keine Straftat begangen, ist nur illegal Flüchtlinger. Ein illegaler Flüchtling ist jetzt hier, 21, und sein Heimatland will ihn nicht zurück. Was machen wir mit ihm? Das ist meine Gegenfrage immer. Ne, da gibt es keine Antworten, weil am Ende müsste derjenige mir doch sagen, ich will den Tod dieses Flüchtlings. Eine andere Konsequenz gibt es doch nicht. Er darf nicht in Deutschland bleiben, seiner Meinung nach, und ja, ihn für 60 Jahre ins Gefängnis stecken, weil er keine Straftat begangen hat, weil er illegaler Flüchtling ist, ist auch irgendwie komisch. Ihn erschießen, sagt er auch nicht, weil das ist ja auch scheiße. Versteht ihr? Das ist doch unser Problem. Wir reden alle über das Thema ja drumherum. Dabei ist die Wahrheit am Ende doch der total einfache Konflikt. Es gibt Menschen, die hier sind. Die nehmen uns in irgendeiner Weise was weg. Sei es direkt oder indirekt. Ich habe jetzt gehört, auch bei Herrn Lanz, da gibt es anscheinend so Großfamilien in Berlin. Ja, höchstwahrscheinlich bei mir in Duisburg auch. In einigen Städten arabische Großfamilien, Libanesen oder auch andere Formen, Albaner. Entschuldigung, beziehungsweise Algerer oder Marokkaner. Ja, da gibt es verschiedene Gruppen, die schon lange hier sind. Oder auch Türken. Auch Russen, habe ich gehört. Ja, verschiedenste Clans gibt es. Oder auch die Rockergruppen. Wir haben, also was Kriminalität oder Rotlicht angeht, haben wir viele, viele Gruppen. Und viele von denen nehmen sich Dinge raus. Sind dreist in ihren Umgebungen.
Ich habe gehört, da soll es Situationen geben, dass sie in Supermärkte gehen, ohne zu bezahlen. Also sie nehmen sich Sachen aus den Regalen, gehen an der Kasse vorbei und keiner sagt was, weil man weiß, wenn man da jetzt was sagt, gibt es Schläge, Drohungen. Und ich, als normaler Bürger, der weit weg ist, der das noch nie erlebt hat, ich denke, da kann man auch die Polizei anrufen und sagen, hör mal zu, da sind jetzt gerade 6 Leute reingekommen, die haben sich Bier geschnappt, Chips, sind gegangen und haben nicht bezahlt. Ja? Und als ich gesagt habe, die sollen bezahlen, haben die gesagt, verpiss dich, sonst töten wir dich. Ja, da hätte ich sofort die Polizei gerufen. Und wenn die Polizei, und das vermute ich, und jetzt sind wir bei der Wahrheit. Ich habe es erlebt, bei einer kleinen Ruhestörung nenne ich es mal. Bei einer kleinen Ruhestörung hier bei mir in der Ecke habe ich es erlebt, die Polizei war genervt, als ich angerufen habe, wegen der Ruhestörung. Es war noch keine 22 Uhr, aber es war extrem laut. Es war ein Sonntag. Am Ende sind sie dann gekommen, nach langer Diskussion, und haben das Problem gelöst. Toll. Aber es war am Anfang musste ich diskutieren. Und ich vermute, es ist auch bei der aktuellen Polizei auch so. Die sind anscheinend überlastet, ich habe keine Ahnung, sind auch frustrierte Menschen dabei, sehr viel frustrierte Menschen. Man hat sich den Polizeiberuf höchstwahrscheinlich sehr viel anders vorgestellt. Viel attraktiver, viel schöner, eine bessere Abwechslung. Aber man muss die Realität ja ins Auge betrachten. Wann kommt die Polizei? Die kommt immer, wenn etwas passiert ist. Und das heißt, die kommunizieren ja meistens dann doch eher mit den Menschen am Rand der Gesellschaft. Und da gibt es auch viel Frust. Man will diese anderen Menschen auch nicht mehr sehen. Man möchte lieber Dienst nach Vorschrift, vielleicht seine Akten machen und dann hat man Ruhe. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich vermute, warum man die Polizei dann in diesem Berliner Kiez da nicht anruft, weil die Polizei nichts macht. Ja, also ich stelle mir das so bildlich vor. So ist ja niemand umgebracht worden oder getötet worden. Und das ist der Grund. Nur extremste Verbrechen erregen unsere Aufmerksamkeit. Alltagskriminalitäten und so, die interessieren uns nicht. Die sind egal, obwohl sie auch belastend sind für die heimische Bevölkerung. Ich höre oft, das haben viele Frauen, auch Männer gesagt, in Chemnitz abends gehen sie nicht durch die Straßen. Bei mir in Duisburg, Marxloh wohne ich hier, sagt man auch, soll man nicht durch die Straßen gehen. Am Bahnhof soll man, in Düsseldorf, Duisburg, man soll nicht an diesen Bahnhöfen lang gehen. Da sind viele Leute, die lungern da rum, die machen einen an. Ich habe Glück gehabt bis jetzt, keine Ahnung, vielleicht, weil ich nicht so viele gute Klamotten an hatte oder so, ich weiß es nicht. Ja, oder dick bin ich. Auf jeden Fall, ich habe noch keinen großen Ärger gehabt. Aber es soll ja Leute geben, die werden angepöbelt. Ja, so. Und, keine Ahnung, werden abgezogen, ich weiß es ja nicht. Natürlich gibt es Verbrechen, aber ich behaupte, Verbrechen haben nichts mit der ethnischen Herkunft zu tun, sondern das ist immer ein individuelles Schicksal oder beziehungsweise eine individuelle Tat, ja, dass jemand ein Verbrechen begeht. Und die Gründe sind für mich meistens soziale Gründe und nicht ethnische Herkunft. Okay, wie gesagt, aber es gibt dieses Gefühl, ne, man ist unsicher. Eine Sache stimmt, ich habe oft ausländische Mitbürger gesehen in Straßenbahnen und dann auch gehört, die ihre Handys, also ihre Smartphones, und dann hören sie ihre heimische Musik in ihrer Landessprache, ne? Und aber ohne Kopfhörer. Und wenn man dann hingeht und sagt, mach mal bitte deine Musik da leise, das nervt. Dann kommt dort, was willst du? Dann gibt es dann große, ich hatte auch so eine Diskussion, hatte ich auch mal in einer Straßenbahn. Riesendiskussion, aufgestanden, Drohungen. Gott sei Dank war er sehr viel jünger als ich und so. Und körperlich wäre es unentschieden oder keine Ahnung. Also er konnte mich nicht jetzt dominieren, dass er, sagen wir mal, sofort Gewalt gegen mich angewandt hätte. Und viele Zeugen natürlich, die Straßenbahn war voll. Ich will damit sagen, das ist ein Punkt, wo man das kritisieren kann, dieses Verhalten. Ne? Das sehe ich hauptsächlich auch von Menschen mit Migrationshintergrund, ne? Die ihre Musik über ihr Handy offen hören. Ich weiß nicht, ich vermute zur Provokation. Es kann ja nicht der eigenen Unterhaltung dienen, weil so dumm kann man nicht sein, dass man glaubt, ja, die Musik wird allen gefallen. Nein, gerade, ne, ich sage nur Helene Fischer in Deutschland, ja, also der Geschmack ist sehr verschieden, ja, und dann muss jeder das nehmen, was er will, ja, und deshalb Kopfhörer, auch ausländische Mitbürger oder Personen mit Migrationshintergrund oder Flüchtlinge, wer auch immer, Deutsche, ne, ich möchte auch keine Schlager in der Straßenbahn hören. So, ein Problem, und wenn man das dann anspricht, gibt es Aggression. Ja, kann ich also verstehen. Also diesen Alltag habe ich erlebt. Oder wenn Leute anscheinend durch die in Straßenbahnen sitzen, ne, und da sind dann viele Jugendliche mit Migrationshintergrund und die sind laut. Ja, das habe ich auch erlebt. Die sind oft laut und unterhalten sich. Höchstwahrscheinlich auch, um aufzufallen. Es gibt keinen Grund, laut zu sein oder sich laut zu unterhalten. Aber eine Gruppe von 5, 6 Personen, die sich laut unterhält oder im Gang steht, die drückt ja auch Dominanz aus. Das ist ja ein Gebaren, ein Gebären. Und man will sich positionieren in der Gesellschaft, in dieser Straßenbahn. Und ja, und wenn man dagegen was sagt, dann kann es vielleicht Ärger oder sogar Schläge geben. Ich kann all diese Probleme ja auch verstehen. Und ich lebe den Alltag ja auch hier bei uns. Ich ein ganz einfaches Leben wie alle. Und ich glaube, dieser ganze Frust, das sind alles diese kleinen Bausteine.
die dazu führen, dass wir in der Gesellschaft das Gefühl haben, der Staat versagt. Wir rufen die Polizei an, die Polizei nimmt uns nicht ernst. Das ist sehr, also in meinem Fall war es ein kleines Problem, aber ich kann mir sehr oft vorstellen, dass in anderen Stadtteilen das auch so ist. Man ruft die Polizei an, da gibt es eine Lärmbelästigung, die Polizei ist genervt, die will nicht zum 10. Mal dahin fahren. Ja, die Polizei ist aber auch in ihren Möglichkeiten beschränkt. Sie kann ja nicht alle verhaften und an die Wand stellen. Ja, wir sind, und das ist ja das Problem, wir leben in extremistischen Zeiten. Ich drücke es mal ganz klar aus, wir leben in extremistischen Zeiten. Auf der einen Seite sind wir ein unglaublich liberaler Rechtsstaat. Ja, das ist so wichtig, heilig, Politiker, Leute, die intellektuell sind, die in den guten Gegenden wohnen, die predigen das den ganzen Tag, ach herrlich, wir sind so liberal, Rechtsstaat, sogar der Tunesier, der muss ja wieder zurückgeholt werden, obwohl er eigentlich, keine Ahnung, der braucht gar nicht hier sein. Wir sind ein total liberal, oh, wir müssen den Rechtsstaat, ich höre immer wieder der Rechtsstaat der Rechte, auch in Bayern, ne, die mit der Wahl da und Söder und Seehofer, ach der Rechtsstaat, die Merkel ist schuld und das ist der Grund, warum die AfD bei 15 oder 20% ist, der deutsche Staat hat versagt. Nein, der deutsche Staat versagt überall aktuell und ich sage jetzt ganz konkret, warum. Wir sind aktuell wieder das zweitreichste Land der Welt, gemessen am Pro-Kopf und am Vermögen, ja. Nur noch Amerika und die, wenn man deren Schulden noch einrechnen würde, sind wir sogar noch reicher. Wir sind super reich. Wir haben irgendwas mit Reserven von 4 Billionen Euro oder so. Staatsverschuldung 2,8. Also wir haben sogar Plus unterm Strich. Ja, und dann noch die laufenden Einnahmen, die Güter noch nicht mal mitgerechnet und so. Ne? Unser Land wächst. Ja, wächst unglaublich und performt, wollte ich sagen. Und ist an der Spitze. Ja, wir verkaufen alles Mögliche in die Welt. Ja, und der Euro, das passt alles und wir kommen mit allem super zurecht. Also wirtschaftlich gesehen, das Ausland steht, guckt sich Deutschland an, applaudiert und weint gleichzeitig. Boah, wie erfolgreich ist Deutschland. Und gleichzeitig haben wir 1 Million ungelöste Probleme und keiner weiß warum. Ich weiß warum, weil kein Geld in die Hand genommen wird. Und wir müssen mal harte Fakten besprechen. Wir haben so viel Wohlstand, so viel Reichtum, so viel wachsende Wirtschaft. Argentinien aktuell, höre ich. Katastrophe, Inflation sehr hoch, bei der Türkei ähnlich. Ja, da drohen vielleicht sogar Staatsbankrotts wieder. Und Deutschland geht es gut wie nie. Ja, wir haben Renten, die hoch ausbezahlt werden im Schnitt, ein gutes Sozialsystem und Absicherung, Bildung ist relativ kurz. Also wir haben so viele Vorteile in unserem Land. Eigentlich gibt es nicht eine Sekunde zu verschwenden mit Beschwerde, dass Deutschland irgendwie scheiße oder nicht funktioniert. Und doch gibt es unter unserer Haut, gibt es das Gefühl, der Staat funktioniert nicht, der Staat versagt. Woran liegt es? Es liegt an den extremen Dingen, die wir durch die Medien sehen, jeden Tag. Wir sehen durch die Medien den extremen Reichtum. Beispiel Nationalmannschaft, unsere deutsche Nationalmannschaft, hat bei der WM versagt. Davor, vor 4 Jahren, sind wir alle glücklich gewesen, wir haben den Titel geholt. Da war auch egal, was die Spieler an Prämien noch bekommen haben, ne? So für den Titel und so, 500.000, glaube ich, oder 600.000 Euro, was ein Witz ist. Jeder dieser Profis hätte diese 600.000 spenden müssen, sage ich. Selbst der 23. Profi im Kader, der 2014 Weltmeister wurde, Kevin Großkreuz, braucht das Geld nicht. Zu dem damaligen Zeitpunkt, heute vielleicht ja, der ist ja nicht mehr in den obersten Ligen, aber damals hat er es nicht gebraucht, als er noch beim BVB gespielt hat. So, ich will damit sagen, dass, und dann kam jetzt diese WM, die 18er WM, und Bierhoff hat jetzt mit Löw ja diese Pressekonferenz gemacht. Und da hat man wieder festgestellt, er hat gesagt, ja, wir haben doch öffentliche Trainings gemacht und wir waren doch nahbar für die Fans in Österreich vor der WM. Ja, hör mal zu. Welcher deutsche Fan kann es sich denn leisten, euch hinterherzureisen an euren Trainingsstätte für ein Autogramm oder für mal, ich weiß nicht, ob man Zeit hatte, mal, hör mal zu, Mats Hummels, kannst du mal 5 Minuten mit mir, keine Ahnung, Selfies schießen, Tischtennis spielen? Nee, also, verstehst du, weil da ist ja nicht der Einzige, der mit ihm reden will. Oder, ne, Boateng, der kennt ja Jay-Z, kann man da Kontakte knüpfen, versteht, das passiert doch alles nicht. Es kann gar keine Fan, das sind Millionäre, teilweise irgendwann sogar so Messi-Ronaldo, es gibt sogar Milliardäre bald im Fußball. Das muss man sich mal vorstellen, dass man mit diesem Sport und Werbung Milliardär werden kann, wie Roger Federer am Tennis. Ja, also auf die lange Sicht betrachtet, die ganzen Einnahmen. Und das ist nicht, das ist, und ich glaube, das ist ein Teil. Nicht nur Neid und so, natürlich gibt es auch Neid, aber ich kann auf jemanden neidisch sein,
der das Dreifache, Fünffache verdient, weil er mehr leistet, weil er bereit ist zu arbeiten. Da kann ich neidisch sein und bin auch selber schuld, weil ich nicht bereit dazu bin. Okay, das ist mein Problem. Aber wir reden ja hier über Summen, die sind nicht mehr normal. Jemand, der 1 Million am Tag verdient oder auch im Monat, und das ist das Problem. Das wird ja immer mehr, dass diese Leute, die Netflix gegründet haben, Amazon, Google, Apple, ja, diese ganzen Firmen, dann ihre Vorstände, die da arbeiten und so, dann jeder will ja da rein in diese Firmen, Microsoft. Jeder will in diese Firmen rein, dieses geile Leben, 50.000 Euro Startgehalt und so, ne? Das ist doch, man will ein Teil auch dieser Community sein, des modernen Internets und der virtuellen Realität, die irgendwann noch kommen wird. Also wir sind noch am Anfang, was diese ganzen Entwicklungen angeht. Da warten ja auch viele geile Jobs, aber nicht auf alle. Ja, und wir sind aber 7 Milliarden Menschen und das ist immer das, ich verstehe nicht, dass alle so blind sind. Der Grund, warum es so viele Milliardäre gibt, so viele Multimillionäre und Sportstars und Musikstars, ich habe Jay-Z erwähnt, Beyoncé kannst du erwähnen, Madonna, whatever, ja, die Rolling Stones, das sind alles super, super reiche Menschen, ja, und warum gibt es das, warum geht das, oder die Fußballer, weil sie viele einzelne Personen hinter sich vereinigen, Millionen auf Instagram oder so, auch diese Influencer-Leute. Sobald du eine Massenbewegung hinter dir vereinst und jeder zahlt dir nur 1 Cent, bist du ja alleine schon durch diesen Cent Millionär. Und das ist das Problem. Es funktioniert und niemand und jeder träumt davon, so ein Gronkh zu sein, was Let's Play angeht oder so. Jeder will doch in irgendeine Nische rein. Jeder möchte irgendwas Großes, diese 15 Minuten Ruhm oder vielleicht doch nur das Haus im Grünen und seinen Job machen als Tischler. Gibt's ja auch, geschenkt. Tolles Leben. Aber das Problem ist, wir sind alle so ungerecht. Verteilung, diese ungerechte Verteilung ist das Problem. Ja? Beispiel, wenn man wenigstens bei der Medizin, was in Deutschland super, super teuer ist und sehr, 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 sehr schlecht gemanagt, da frage ich mich immer, was sind das für Funktionärsträger, die da arbeiten? Natürlich, das sind alles Bürokraten und die sind alle es gewöhnt, nach ihren Vorschriften, nach ihren Verordnungen, das Gesetz so und so. Und dieses ganze Klein-Klein macht alles kaputt. Die Leute sind frustriert, die kriegen keinen Termin bei den Ärzten und sie sehen, da kommen die Flüchtlinge, aha, die kriegen sofort den Termin, MRT, ja, man weiß ja nicht, der ist ja, keine Ahnung, kann was Schlimmes sein. Ja, weil der kann ja kein Deutsch, der kann ja nicht erklären, wo es genau im Rücken wehtut. Das habe ich oft erlebt, ja. Ich wollte einen Termin bei einem Kardiologen haben, 4, 5 Monate musst du da warten und so. Als ich aber dann so gesagt habe, in einer Notfallambulanz, ja, ich habe hier ein bisschen Schmerzen in der Brust, zack, wurde ich sofort untersucht. Und dann klagen die Krankenhäuser, dass die Leute wegen Bagatellen ins Krankenhaus kommen. Ja, natürlich kommen die Leute ins Krankenhaus, weil der normale Hausarzt hat keine Zeit für dich. Der hat keine Zeit für dich. Da geht's wie im Viehbetrieb, zack, 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 durch. Ja, der Hausarzt ist sowieso zu 90% nur noch da, die Krankmeldung für den Arbeitgeber zu unterschreiben. Was will ein Hausarzt machen? Ein Hausarzt, wenn er Blut abnimmt, er kann es selber nicht analysieren, wird weggeschickt. Er kann deinen Blutdruck messen, er kann deinen Herzschlag abhören, ja, vielleicht kann er auch eine Wunde an deiner Hand, wenn du dich geschnitten hast, oder kann er desinfizieren, Pflaster draufkleben. Das kriegt er hin. Und dafür hat der Mann 10 Jahre oder 8 Jahre studiert. Da weinst du doch den ganzen Tag, oder Frau. Ja, so eine Ausbildung sollte eigentlich eine 3-jährige Ausbildung sein, das müsste doch reichen. Ja, so der normale Hausarzt. Ne? Eine einfache Hausarzttätigkeit ohne Doktortitel. Würde doch reichen. Für die einfachen Probleme, die man hat. Nein, es macht kompliziert, es gibt viel Numerus Clausus, das, das, das. Und immer mehr Leute studieren. Ach, was für ein Thema. Och Gott, hört mir auf. Alle studieren. Keiner ergreift mehr einen normalen Beruf. Man hört es. Bäcker, Maurer, Fliesenleger, Mechaniker, Installateur. Ach, Installateur, ne? Wie jeder von uns geht mindestens 2-mal am Tag aufs Klo. Es gibt irgendwann keine Installateure mehr. Und Klempner. Wer soll uns das dann... Da wird das alles ich habe keine Ahnung, wer das machen soll. Ja, und das ist nur ein Bereich, Flughafen, haben wir ja mitbekommen, ne? Riesenchaos jetzt in der Urlaubszeit, Piloten unterbezahlt, oder es gibt keine Piloten, kein Kabinenpersonal, vor allem keine Leute an der Sicherheitsabfertigung, ne? Weil die überall, Krankenschwestern werden nicht gut bezahlt, es gibt zu wenig Kranken, es gibt in allen Berufen in Deutschland, in allen, selbst in den Berufen, die eigentlich keiner mehr erlernen will, gibt es absoluten Fachkräftemangel. In jeder Branche gibt es Fachkräftemangel. Lehrer, eine gute Freundin von mir wird Lehrerin. Überall hört man, es fehlen 30.000, 40.000 Lehrer und Katastrophe, Unterricht fällt aus, das, 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 das. Totale Katastrophe. Ich höre nur überall roter Alarm, roter Alarm, roter Alarm.
Und gleichzeitig sind wir das zweitreichste Land wieder der Welt, ja, und haben sprudelnde Steuereinnahmen wie noch nie. Ja, Olaf Scholz könnte jeden Deutschen 1000 Euro netto überweisen, damit mal noch mehr Geld, noch mehr gekauft wird. Ja, und wir haben Geld ohne Ende. Wir haben Geld ohne Ende. Der Staat hat Geld ohne Ende aktuell und Infrastruktur ist kaputt. Schulen sind kaputt. Bildungssystem ist kaputt. Man einigt sich nicht auf eine allgemeine Bildung in ganz Deutschland. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, man hört immer nur, und das ist das Problem, man hört die Politiker immer nur reden, 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 reden. Im Gegensatz zu mir, ich kann leider nur reden, ich bin kein Politiker, ich habe auch keine Macht. Selbst wenn ich im Bundestag sitzen würde, wäre es scheißegal, ich bin alleine. Und da sind wir wieder vielleicht auch beim roten Faden am Ende fast. Alleine können wir gar nichts erreichen. Die Linke, Sarah Wagenknecht, Entschuldigung, nicht die Linke, Sarah Wagenknecht hat jetzt diese Sammlungsbewegung von vielen Linken aufgebaut, an den Start gebracht, aufstehen. Ich habe mich auch angemeldet, bin mal gespannt, was passiert. Ich wünsche mir, dass in vielen Städten, auch im Land, im ländlichen Raum, dass es da jeden Tag, so wie Pegida in Dresden, Demonstrationen gibt. Ja? Jeden Tag soll da was passieren. Nicht jeden Tag, aber sagen wir einmal die Woche, müssen wir übertreiben. Ja, aber einen festen Tag und dass man dann immer demonstriert. Und aber nicht an derselben Stelle, sondern auch mal bei den Willen, bei den Politikern. Ja, ich weiß, es wird wenig bringen. Das Problem ist, ich sage euch die Wahrheit. Ich würde gerne dann diese 65.000, das ist ja schön der rote Faden jetzt. Die 65.000 von Chemnitz. Sehr wahrscheinlich wird keiner vielleicht von euch das Video sehen, aber vielleicht war einer doch da. Per Zufall hast du es gefunden, keine Ahnung, verlinkt. Wie alle sollten diese 65, wir sollten alle 65.000 sein. In jeder Stadt sollten 50.000 Menschen zeitgleich demonstrieren. Und das von mir aus jeden Freitag. Ist mir gerade so spontan eingefallen. Demonstrieren jeden Freitag 50.000 Menschen in den 30 oder 50 größten deutschen Städten und für bessere Löhne, soziale Gerechtigkeit, Investitionen der Politik in die Gesellschaft. Investitionen der Politik in die Gesellschaft und auch das Zurückholen von den Superreichen wieder zurück in die Gesellschaft. Ja? Niemand hat es verdient, über 1 Million Euro zu verdienen. Die müssen dementsprechend besteuert werden, beziehungsweise deren Vermögen müssten auch dementsprechend besteuert werden, wenn sie vererben. Weil nur wenn das ein Kollektiv ist, das gesamte Land, dann funktionieren wir auch. Aktuell driften wir auseinander. Die Schweden jetzt, ein friedliches Land, was wir immer gedacht haben, ne? Die werden jetzt Rechtspopulisten zur stärksten Fraktion wählen, die Schwedendemokraten. Die haben sich zwar von den ganz harten Nazis distanziert, aber sind trotzdem immer noch gegen Ausländer und gegen das und das. Ja? Und vor allem alle aktuellen Parteien haben versagt in Schweden. In Frankreich genauso. Macron kam an die Macht. Warum? Die Sozialisten, die Konservativen haben alle versagt in Frankreich. Alle haben versagt. Dann kam Macron an die Macht. Die Ironie ist, er in Anführungsstrichen, seine Zahlen versagen auch, er vielleicht nicht, aber seine Zahlen. Und er merkt ja auch, er kann nichts ändern. Er ist alleine. Und da sind wir wieder roter Faden. Die 65.000, sowas ändert etwas. 65.000 Menschen, die vielleicht jeden Tag oder einmal die Woche sich zusammen so eine große Summe oder noch mehr, 100.000, Berlin ist ja groß, da könnten sogar 200.000 hier Siegessäule, ne, wo die Love Parade war, das sind glaube ich sogar 500.000 hin. Wenn 500.000 Menschen da demonstrieren würden für soziale Gerechtigkeit oder für gerechte Verteilung von Löhnen und Gehältern, dass man zum Beispiel so eine einfache Sache, wir sind so reich und ich höre, dass das nicht möglich ist, aber wir könnten doch sagen, alle Menschen, ich habe auch das Grundeinkommen immer schön geredet, aber mittlerweile distanziere ich mich davon. Aber wir könnten doch sagen, wenn wir diesen wirtschaftlichen, ökonomischen Kreislauf aufrechterhalten wollen, müssen wir doch dafür sorgen, dass wir ein Versprechen als reichstes Land der Welt, also fast reichstes Land der Welt, ausgeben. Dass wir sagen, alle Menschen bekommen den maximalen Lohn für Arbeit, für 8 Stunden Arbeit oder auch halt, wenn sie krank sind oder Umschulung oder körperlich nicht in der Lage sind, bekommen sie einen relativ fairen Sozialgeldanteil. Damit sie auch am ökonomischen Kreislauf, darum geht es doch. Ja, niemand soll mir was gegen Hartz-IV-Empfänger sagen, niemand soll mir was gegen Flüchtlinge sagen, die Geld bekommen. Das Geld ist nicht verloren. Das Geld landet zu 100% im Wirtschaftskreislauf. Ja, wenn jetzt 1 Million neue Menschen nach Deutschland kommen würden, ja, müsste man ja diesen 1 Million Menschen Geld geben. Der Staat würde also vielleicht Schulden aufnehmen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, oder wir haben ja hohe Steuereinnahmen, er müsste es gar nicht, ne? Aber er würde zusätzliches Geld an Menschen ausbezahlen, die hier sind. Ja, und das heißt, die würden das Geld ja weiterleiten an die Vermieter, die jetzt schon unendlich reich sind in Deutschland, an die Kaufgeschäfte, an die Handyverträge, an Netflix, an Internet, an Smartphone-Herstellern. Das Geld wäre ja nicht verloren. Das ist ein Konjunkturprogramm. 1 Million Menschen kommen nach Deutschland und bekommen vom Staat Geld. Das ist ein Konjunkturprogramm. So funktioniert Ökonomie. Wie kann Ökonomie überhaupt wachsen?
Wie geht das? Wenn wir davon ausgehen, eine Bevölkerung, die immer weiter wächst, sagen wir mal um 2 oder 3% in der Bevölkerung, jedes Jahr, die haben auch stetigen Wirtschaftswachstum, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Es gibt natürlich auch Beispiele, wo die Bevölkerung wächst und man keine wirtschaftlichen Erfolg hat, weil man nichts verkaufen kann, weil man nichts herstellt, was gefragt ist. Deutschland hat das Glück, dass bei uns sehr viele Dinge hergestellt werden, die gefragt sind. Deshalb funktioniert es, genau wie in Amerika. In Amerika wird immer mehr konsumiert. Die haben einen hohen Binnenkonsum. Ja, und deshalb können die auch sehr viele Migranten und Migrantinnen oder konnten sie ertragen. Jetzt hat man so einen anderen Pfad unter Trump aufgenommen. Aber mehr Menschen bedeuten mehr ökonomischen Umsatz. Das ist logisch. Ja, mehr Steuern etc. Das hat Vorteile. Es hat aber auch irgendwann natürlich Kosten. Diese Menschen werden irgendwann Rente beziehen. Diese Menschen werden irgendwann krank werden. Und das kostet dann wiederum Geld. Es ist ein Für und Wider, wie alles auf dieser Welt. Ja, es gibt nicht diese perfekte ökonomische Formel, wo wir alle glücklich werden. Ich habe auch gedacht, das Grundeinkommen könnte viele Probleme lösen. Nein, glaube ich nicht. Ich habe in einigen Serien und Romanen gelesen, in Serien gesehen und in Romanen gelesen, dass dieses System daran zerstört wird, dass irgendwann die Menschen ausgewählt werden, die eine Ausbildung machen und die nicht. Das heißt, diejenigen, die das Privileg haben, gebraucht zu werden, bekommen eine Ausbildung und dementsprechend Erfolg, Prestige und Geld. Und die anderen bekommen so ein Grundeinkommen, ein weltweites Grundeinkommen und haben nur das Nötigste. Und das Nötigste ist aber nicht so wie heute, dass man sich wirklich relativ viel leisten kann, sondern wirklich nur Wasser, Brot, sagen wir mal, vielleicht eine Matratze. Das ist das Nötigste. Ja? Und auf diesem kargen Niveau will keiner leben. Ja? Man will schon einen gewissen ökonomischen Vorteil haben, sich mal Kino leisten können, neuen Fernseher leisten können, Waschmaschine etc. oder Süßigkeiten. Ja? Man will ja teilhaben an der Gesellschaft und da gehören diese Dinge dazu. Und da die perfekte Balance zu finden, ist schwierig, ist nicht ideal. Ja? Ich denke auch, wir müssen Korruption bekämpfen weltweit. Da wäre zum Beispiel eine tolle Sache, verstehe ich nicht, man hört immer so Venezuela, Korruption, das, das. Leute, schafft das Bargeld ab. Und führt ein Blockchain-Modell ein, wo die Leute darüber ihr Geld bekommen und dann auch verteilen. Man kann es nicht manipulieren. Alle sagen, Blockchain ist nicht manipulierbar. Ja, und jeder Vorgang wird sozusagen für immer ins Protokoll geschrieben. Und wenn das die Wahrheit ist, ich habe das nur oberflächlich mitbekommen, würde es aber dafür sorgen, dass wir keine Korruption mehr zulassen, beziehungsweise keine versteckte Korruption. Ja, sie wäre offen. Jeder könnte die Korruption sehen und dann müsste Staatsanwalt handeln. Ja, also ich plädiere dafür, auch in Deutschland. Ja, mir ist das egal, ob ich jetzt mit einem Schein bezahle oder mit meinem Smartphone. Das wäre mir egal, wie ich das bezahle, das Produkt, was ich haben will. Aber wenn es dafür sorgt, dass Drogendealer nicht mehr Drogen verkaufen können auf der Straße, denn wenn ich mit meinem Smartphone seine Drogen bezahle, habe ich einen Fingerabdruck hinterlassen. Die Polizei kann mich erwischen und mich zu Recht bestrafen. Ja? Oder auch ich klaue etwas und will es verkaufen, was mir gehört. Ich kann es verkaufen, jemand gibt mir Geld dafür, aber irgendwann kommt heraus, dass ich es verkauft habe, dass ich der Dieb war und werde geschnappt. Ich sehe nur Vorteile im Abschaffen des Bargelds. Warum will man es beibehalten? Ja, ganz einfach. Anonymität, die geht verloren. Jemand, der etwas verheimlichen will, der setzt auf Bargeld. Es ist eine große Verschwörung. Ich finde, elektronisch gesehen haben wir die Lösung gefunden, aber man will es nicht. Ja, weil diejenigen, die sehr, sehr viel Geld haben, sehr viel Einfluss haben, anscheinend gibt es da Kräfte und Mächte, die daran gelegen sind, dass das Bargeld existiert. Dass man, dass die Dinge sozusagen auch noch unter der Hand geregelt werden können. Ja, das Argument, dass man auf dem Trödelmarkt dann nicht mehr einkaufen kann, stimmt doch gar nicht. Jeder Mensch, ich behaupte, jeder Mensch in Deutschland hat ein Smartphone. Die 0,001%, die keins haben, ja, ganz ehrlich, die haben entweder Pech gehabt oder man kauft ihnen eins. Ja, oder sind vielleicht so bettlägerig, dass sie eh nicht einkaufen gehen. Ja, selbst Senioren und Kleinstkinder, ne? Also ne? Außer Baby, ein Baby gut, braucht kein Smartphone, ne? Da sollten die Eltern das Eis kaufen oder den Brei. Ja, also es gibt keine Gegenargumente, dass man sagt, ja, es gibt dann zu viele Verlierer, wenn das Bargeld abgeschafft wird. Nein, gibt es nicht. Es gäbe den Staat als Gewinner, die Gesellschaft wäre der Gewinner. Wir gewinnen mehr, als wir verlieren, indem das Bargeld abgeschafft werden würde. Das wäre ein toller, großer Schritt, eine tolle Idee. Die haben schon lange, aber viele haben die auch schon vor mir gehabt. Das Problem ist, es gibt keine Lobby dafür, keine Gemeinsamkeit, kein Kollektiv. Wir sind keine 65.000, die diese Idee teilen. Dass das nach draußen getragen wird, Bargeld abschaffen, Kriminalität abschaffen. Du kannst doch zum Beispiel keinen Raub mehr begehen. Kein Raub mehr. Kein Raub wäre mehr sinnvoll. Ich gehe in einen Juwelierladen und klaue den ganzen Schmuck. Was will ich damit machen? Ich kann ihn nicht essen.
Also, das wäre von heute auf morgen vorbei. Kein Raubwehr, kein Einbruch macht mehr Sinn. Denn wer begeht denn ein Verbrechen, um sich eine PlayStation zu klauen, um sie dann selber zu benutzen? Ja, vielleicht von 1 Million Verbrecher einer. Ja, das macht man doch, um das Ding zu verkaufen. Oder den Fernseher oder den Laptop. Ja, und auch das Gleiche mit Schmuck und Bargeld. Ja, das klaut man doch, um sich selbst zu bereichern, um dann sich andere Dinge davon zu kaufen. Aber wenn das nicht mehr gehen würde, weil das Bargeld abgeschafft wurde, tja, das wäre dann vorbei. Aber es gibt Kräfte, die dagegen sind. Ganz normale, einfache Leute, die sagen, nein, das Bargeld, nein, ich will das Bargeld behalten. Und das in einem ideologischen Tonfall, der an absoluten Fanatismus grenzt. Das wäre, als wäre das so ein heiliges, der Staat darf mir nicht alles wegnehmen. Wenn der Staat mir das Bargeld wegnimmt, dann will ich Selbstmord begehen. So argumentieren viele Leute. Das, genau wie mit dem Gefühl, dass es nur Hassverbrechen in Deutschland gibt. Nur Mord und Totschlag von allen Millionen Flüchtlingen, die gekommen sind. Man hat ja oft das Gefühl, wir laufen durch brennende Straßen. Ja, und die Realität, die Statistiken sagen andere Dinge. Und dennoch ist das Gefühl da. Ja, und ich glaube, der Staat, der könnte viel tun. Beispiel noch als letztes. In dieser Grundschule gab es doch diesen Jungen, ne? Der hat doch jemanden da angegriffen, vergewaltigt und das ganz schlimm, hat auch einen Migrationshintergrund, hat man gehört. Die Lehrerin war überfordert in der Klasse. Und da sage ich, in so einer Situation ist der Staat mitverantwortlich. Klar, das Opfer hätte, mein Gott, ne, hinterher ist man immer schlauer, vielleicht was sagen müssen irgendwo, ne? Aber er hat ähnlich vielleicht wie andere das Gefühl, die Lehrerin hätte nicht zugehört oder die Polizei. Gibt's ja immer so. Man kann ja mehrmals der Polizei erzählen, ich habe das Gefühl, mein ausländischer Nachbar oder der Flüchtling da an der Straßenecke, der guckt mich komisch an, der will mich eines Tages ausrauben. Wenn man das so einem Polizisten erzählt, der glaubt dir das erstmal nicht. Ist ja kein Verbrechen passiert. Ja, so. Und wenn du als Schüler erzählst, ja, der sagt zu mir, der will mich ficken, tja, das ist immer so ein Spruch, das glaubt man doch, das nimmt man doch nicht ernst. Ja, und dann passiert sowas, dann ist das dramatisch, dann ist das schlimm, dann ist das entsetzlich. Ja, was ich sagen will ist, dieser Junge braucht natürlich Therapie, ist klar, und das Opfer braucht auch Hilfe, aber das ist es. Mir geht es darum, der Staat muss viel mehr investieren in die Integration von allen Menschen. Ich rede hier bewusst von Menschen, nicht von Flüchtlingen. Ich glaube, 99% aller Probleme, die Menschen haben, sind soziale Probleme. Ja, die wenigsten sind hassmotivierte Probleme, so ich bin ein totaler Ideologe und ein Rassist. Das sind wirklich, glaube ich, nur 1%. Die das Gefühl haben, meine weiße Hautfarbe, wenn ich die sehe, nur das ist die Wahrheit. Ja, jede braune Hautfarbe, ich hasse sie, ich will tot. Ja, das ist 1%. Die meisten haben eher diesen Frustgedanken und soziale Ängste und die könnte man doch beheben. Indem wir dafür sorgen, zum Beispiel Ärzte, die haben nur Probleme, höre ich. Alle sagen, das Budgetierungssystem der niedergelassenen Ärzte ist gescheitert, weil es den Ärzten den Spielraum nimmt, sich Zeit zu nehmen für Patienten. Warum geht man nicht über? Wir wollen doch alle medizinisch versorgt werden. Dann sagt man doch ganz einfach, wir sorgen dafür, dass ein niedergelassener Arzt entlastet wird von der Dokumentationspflicht erstens. Da stellt man jemanden ein, das Geld wird bezahlt von der Krankenkasse für diese Verwaltungskraft, damit der Arzt davon befreit ist. Und gleichzeitig bezahlen wir dem Arzt ein mindest garantiert Honorar pro Monat. Sagen wir mal, keine Ahnung, jeder Arzt so 4.000 Euro netto. Hört sich für mich erstmal gut und nicht zu wenig an. Vielleicht ein bisschen mehr, je nachdem. Ich weiß nicht, welche so was angemessen ist, aber 4.000 Euro netto, das sind ungefähr 6, ne, brutto, 6,5, je nachdem. Dass wir sagen, die Krankenkassen, dass man nicht, dass diese ganze, dann würde auch Bürokratie ja wegfallen. Dass diese ganzen Abrechnungen, wie viele Patienten hatte ich, dass das wegfällt. Der Arzt bekommt garantiertes Festgehalt, sozusagen ein Mindestgehalt. Ja, und wenn er darüber hinaus Pflichtstunden noch erweitert und noch mehr anbietet, dann kann er noch mehr verdienen. Dass wir sagen, es gibt ein Grundgehalt für niedergelassene Ärzte und man kann auch als Arzt Bonussachen verdienen, wenn man besonders fleißig ist. Ja? Aber er hat auch das Recht, sich wirklich Zeit, um einen Patienten zu nehmen. Er kann mit jemandem wirklich mal intensiv eine halbe Stunde reden oder ihn untersuchen, mal mehrere Tests machen und er wird gut behandelt, der Patient. Ja? Und dass man das vielleicht auch alles bündelt. Man sieht es doch, die Leute möchten gerne eine zentrale Ambulanz haben, wo sie hingehen können. Das ist doch viel einfacher, als ganz viele Kleckerpraxen, Arztpraxen,
die so verteilt sind, so auf der Gegend, in der man lebt, ja. Sondern dass man vielleicht so ein Zentrum hat in jedem Stadtteil, ein Ärztezentrum in jedem Stadtteil. Und dort sind Augenärzte, HNO-Ärzte, alles. Internisten, Kardiologen, Psychologen, alles ist da. Ja, eine Poliklinik, ne? So hieß das, glaube ich, in der DDR. So, das wäre doch viel einfacher, besser, sinnvoller. Ja, natürlich ist manchmal dann der Weg ein bisschen weiter für den einen und das für den anderen. Ja, aber ich glaube, so eine zentralistische Krankenversorgung hat nur Vorteile. Ja, und man kann interdisziplinär arbeiten mit den Kollegen und so. Ne? Also ich sehe da Vorteile drin. Ja. Und vor allem gibt man den Ärzten dann so ein Honorar, ein festes, und sie kommen nicht in Existenznöte und müssen nicht super viel arbeiten und so, bla bla bla, alles super. Ja, das könnte man, solche Lachen kann man doch lösen. Ne? Und das, glaube ich, das würde die Leute doch beruhigen. Ja, und dass man auch ein Versprechen abgibt, dass die neuesten Medikamente für alle verfügbar sind. Dass der Staat investiert in Forschung, in Entwicklung. Zum Beispiel, wir hören ja, es gibt zu wenig Organspende. Dann sollte der Staat, der hat viel Geld, mal eine Milliarde in die Hand nehmen für die Erforschung von künstlichen Zellen. Ja, wir müssen dann Scheuklappen ablegen, dogmatische Verwirrungen auflösen, dass wir sagen, die Gentechnik ist nicht des Übels, sondern sie kann uns alle retten. Ja, da sollte Geld investiert werden, aber richtig viel Geld. Ja, und das nicht Google überlassen oder Amazon, die in sowas investieren, muss man sich auch mal vorstellen. Die forschen nach der Unsterblichkeitsformel, da geben die Geld für aus, weil die sagen, das ist vielleicht der Schlüssel eines Tages. Ja, oder gegen Viren oder sowas, ne? Gegen biologische Viren. Da wird von Internetfirmen wird da mehr Geld investiert als vom deutschen Staat. Das kann doch nicht die Wahrheit sein. Ja, das gleiche mit der Infrastruktur. Wir müssen nicht darüber nachdenken, den Ist-Zustand aufrechtzuerhalten, sondern wir müssen die Frage stellen, wie wollen wir in 100 Jahren Mobilität garantieren? Ist es eine Schwebebahn? Ist es Flugtaxis? Was ist die Lösung in 100 Jahren? Ja, dafür müssen wir doch heute die Weichen stellen. Und dementsprechend würde das auch Arbeitsplätze bringen. Und die Leute hätten eine Beschäftigung. Ja? Zum Beispiel, man hat ja immer die Autobahn von 3, 4, 5, 6, 8 Spuren ausgebaut. Ja, was macht man jetzt? Irgendwann 18 Spuren? Ja, von, keine Ahnung, von Berlin nach München? Das ist ja auch, ne, das ist ökonomisch, ökologisch ja auch eine Katastrophe. Ja? Und da müsste man viel einfachere Konzepte finden. Ist überhaupt das individuelle Fahren die Zukunft in 20 Jahren? Oder das kollektive Fahren durch eine App, ich gebe ein, wohin ich will, und dann kommt ein elektronisches, fahrerloses Gefährt. Ich steige ein und es bringt mich dorthin, wohin ich will. Und bezahle auch elektronisch. Ja, das ist ein Teil der möglichen Zukunft. Und das könnten wir alle, wir müssen kollektiver arbeiten. Ne? Hier dieses super lange Video von mir, ich weiß, ich habe keine andere Wahl, ich kann nur lange Videos, ich will nur lange Videos aufnehmen und auch ungefiltert und geschnitten. Ich bitte alle, die das sehen, gerne auch linken, verlinken an andere bekannte Freunde und kommentieren oder auch selber Videos aufnehmen. Ein Teil von diesen 65.000 sein in Chemnitz oder anderen Bewegungen. Ja? Ich glaube, es gibt so viel Gutes, so viel Potenzial in unserem Land. Ne? Gott, wir haben Gedichte geschrieben, immer noch. Wir haben Musik, wir haben Bilder, wir haben Kunst. Ist doch nicht alles grau und tot in Deutschland, ja? Wir waren mal Weltmeister im Fußball, können wir wieder werden eines Tages. Also vieles ist doch möglich, aber wir müssen Gerechtigkeit schaffen. Wir müssen Gerechtigkeit schaffen. Jetzt habe ich das Gefühl, alles bricht bald auseinander, weil diese Gerechtigkeit nicht mehr erreicht werden kann. Weil wir diese 5% haben, die alles besitzen, zu viel besitzen, immer mehr besitzen werden. Und sie beuten die anderen 95% aus. Und das kann nicht gut gehen. Ja, und mal abgesehen von der ökonomischen, haben wir noch die ökologische Bilanz gar nicht. Ne? Gott, wir hatten jetzt diesen heißen Sommer. Ernteausfälle. Essen, Trinken wird teurer, also vor allem Essen wird teurer werden. Ja? Gemüse und Kartoffeln, das wird alles teurer werden. Ja? Und dieser Planet, der kann eines Tages nicht mehr alle ernähren. Das sind so Fragen, die wir alle beantworten müssen. Und ich glaube, wenn wir scheitern, und ich glaube, wir scheitern am Ende, die reichen Länder scheitern, dass die normalen Menschen zufrieden sind, ja, dass man mit dem kleinen Job auskommt, mit den Sozialleistungen auskommt. Und in den armen Ländern, ja, die vegetieren eh nur vor sich herum. Ne? Weil da gibt es ja auch, mein Gott, ich will mir gar nicht vorstellen, in ein Land zu leben, wo nur Wüste ist, wie hier bei uns jetzt in diesem Sommer. Ja, das können wir uns auch gar nicht vorstellen. Dass wir für hier Wasser, ich habe 20 Cent für diese Flasche bezahlt. Ich glaube, in so einem heißen afrikanischen Land könnte ich dafür $10 kriegen, wenn jemand wirklich Durst hat.
Ja. In diesem Sinne, ich muss den Monitor anmachen. Bedanke ich mich für alle, die zugeschaut haben, und hoffe, einige inspiriert zu haben, und alles Gute. Franz Bremer.